Mein Name ist Martina. Als Kinderclown heiße ich Minza und als Erwachsenenclown Limette. Ich arbeite seit 2012 als Klinikclown und als Clown im Seniorenheim, auch im Kinder- und Jugendhospizbereich. Das ist eine sehr spannende Arbeit, eine sehr intensive Arbeit. Es geht darum, mit den Menschen in Begegnung zu gehen, mit den Patienten, mit den Bewohnern, aber auch mit den Mitarbeitern, mit den Angehörigen. Und ja, einfach auch viel zu improvisieren, im Moment zu sein und so den eigenen, aber auch vor allem den Handlungsspielraum des Gegenübers auszuschöpfen und auch mal Wege zu gehen, die der andere nicht so kennt, die den anderen überraschen. Und einfach sehr kreativ dabei zu sein. Ja, das gibt es. Ein schönes Erlebnis, das ich hatte, war im Seniorenheim mit einem dementkranken Bewohner. Wir sind in sein Zimmer gekommen und er war so für sich in sich gekehrt. Und ich bin einfach zu ihm hin, bin so runter, weil er im Rollstuhl saß, und habe ihn angeschaut. Und da hat er mich angeschaut, hat mich gesehen und hat plötzlich das ganze Gesicht so langsam, also wie in Zeitlupe, hat angefangen zu strahlen. Und dann hat er mich gefragt, wo warst du denn? Warum bist du denn weggegangen? Und ich habe gesagt, ich musste einfach gehen. Aber guck, jetzt bin ich da. Und er hat sich so gefreut und hat mich in den Arm genommen und umarmt und wollte mich gar nicht mehr gehen lassen. Und da ist plötzlich also so eine Wiedersehensfreude entstanden, was mich sehr, sehr berührt hat. Und ihm diese Freude in diesem Moment schenken zu können, das ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Ja.